Im zweiten Teil wollen wir uns nun mit dem Dampfkreislaufprozess beschäftigen. Das heißt, wir gucken uns an, wie die Energiegewinnung in einem Dampfkraftwerk abläuft. Dargestellt sind hier drei klassische Dampfkraftwerke, das Steinkohle- und das Braunkohlekraftwerk, die durch die Verbrennung der Kohle Wärme erzeugen, um das Wasser zu verdampfen, um mit dem Heißdampf die Turbine anzutreiben. Im unteren Bild ist ein Kernkraftwerk dargestellt, das die Wärme dadurch erzeugt, dass Uran gespalten wird und durch die Spaltung Wärme freigesetzt wird. Diese Wärme wird genutzt, um das Wasser zu verdampfen, um dann auch den Heißdampf zu nutzen, die Turbine anzutreiben und Strom zu produzieren. Hier ist noch einmal der Dampfkreislauf prinzipiell dargestellt. Wir haben kaltes Wasser, das im Dampfkreislauf in die Brennkammer geführt wird. Die Brennkammer wird angetrieben durch die Verbrennung von Kohle oder die Kernspaltung, durch die Spaltung von Uran. Durch die Wärme wird das Wasser erhitzt, verdampft. Es entsteht heißer Dampf unter sehr hohem Druck. Dieser heiße Dampf wird durch die Turbine geführt. Die Turbine wird angetrieben. Dadurch wird der Generator angetrieben, der den Strom erzeugt. Und der heiße Dampf wird dann durch die Kühlung kondensiert. Es wird ein Fluss in der Regel genommen, der genutzt wird als Kältequelle, um den heißen Dampf abzukühlen. Man wieder flüssiges Wasser bekommt, um diesen Kreislauf zu schließen. Man sieht jetzt hier einen Blick in eine Brennkammer, schematisch dargestellt auf der linken Seite. Die Brennkammer mit den Rohrleitungen, mit dem Wasser, das durch diese Leitung geführt wird. Das Wasser ist unter hohem Druck und wird dann zum Verdampfen gebracht, sodass man am Ende der Kammer einen Heißdampf hat. Auf der linken Seite dann die Behandlung der Asche unterhalb der Brennkammer. Das heißt, in einem Kohlekraftwerk wird dann die Asche abgefüllt. Hier noch dargestellt als händische Arbeit, mittlerweile natürlich alles mechanisch automatisiert. Der Dampf wird dann zu den Turbinen geführt über Rohrleitungen von der Brennkammer hin zur Turbine, um dann die Turbine anzutreiben. Hier jetzt dargestellt der Generator, das heißt, der Heißdampf wird nun durch den Generator geführt, treibt den Generator an, dem hinteren Teil, dann durch die Induktion Strom erzeugt, das heißt die Rotation erzeugt den Strom, der eingespeist wird. Und schließlich erfolgt die Kühlung des Heißdampfes durch die Zuführung von Flusswasser, sodass das über einen Wärmetauscher dem Heißdampf Wärme entzogen wird. Bei klassischen Kohle- und Kernkraftwerken in der Regel erkennbar durch die großen Kühltürme, die die Abwärme aus dem Kühlprozess als Wasserdampf abführen. Und das Wasser im Dampfkreislaufprozess wird dann dem Prozess wieder zugeführt. Um den thermodynamischen Kreisprozess eines Dampfkraftwerks zu verstehen, also den Clausius-Rankine-Prozess, müssen wir uns zunächst ansehen, wie sich Wasser und Wasserdampf verhalten, wie der Phasenübergang bei Wasser funktioniert. Hier dargestellt im PV-Diagramm die Phasen des Wassers und des Wasserdampfes. Auf der rechten Seite in diesem Bereich sind wir bei hohen Temperaturen, entsprechenden Volumina und Drücken im Bereich, in dem sich das Wasser oder der Wasserdampf als Gas wie ein ideales Gas verhält. Dieser Bereich markiert durch die grüne Kurve, das ist die Kurve des Phasenübergangs von der gasförmigen Phase hin zur flüssigen Phase. Man erkennt jetzt hier schon in diesem Diagramm, dass die Darstellung für Wasser nicht optimal ist, dadurch, dass der Bereich, in dem das Wasser flüssig ist, auf der linken Seite von dieser grünen Sättigungskurve sehr klein ist. Das Wasser hat sehr geringe spezifische Volumina, sodass man hier auf diesem Diagramm nicht so viel erkennt. Dennoch lässt sich hier sehr gut ablesen, dass für hohe Temperaturen entsprechende Volumina sich das Wasser in gasförmiger Form wie ein ideales Gas verhält. Das heißt, wir haben hier die Isothermen, die Hyperbeln, die man aus der idealen Gasgleichung ableiten kann. Je geringer die Temperaturen werden, die Drücke, die Volumina,
desto größer wird die Abweichung der Isothermen von einer perfekt hyperbolischen Verteilung. Wir kommen dann in den Phasenübergang, den man aus der Van der Waals-Gleichung kennt. Das heißt also, dass es dann zu einem Bereich mit dem Nassdampf kommt. Das heißt also ein Gemisch aus flüssigem Wasser und heißem Dampf. Die gestrichelten Kurven stellen die Bereiche dar mit dem Mischungsverhältnis. Also diese Kurve in der Mitte zum Beispiel gibt an mit x gleich 0,5, dass dort ein Mischungsverhältnis von 50% flüssig und 50% gasförmiger Phase vorherrscht. Wir haben dann den Übergang zur komplett flüssigen Phase. Das heißt also, dass das Wasser komplett kondensiert ist. Wir nur noch flüssiges Wasser haben, keinen Wasserdampf mehr bei entsprechenden Drücken. Umgekehrt beim Phasenübergang bei der Zuführung von Wärme, was passiert? Isobar erhöht sich das Volumen. Wir haben den Phasenübergang von der flüssigen zur gasförmigen Phase. Und dann, wenn das Wasser komplett verdampft ist, folgt der bei einer konstanten Temperatur das Gas des Wassers, das heißt der Wasserdampf dieser Kurve, das heißt der Isotherme bei 300 Grad Celsius zum Beispiel, mit einer weiteren Expansion, mit einer Vergrößerung des Volumens bei sinkendem Druck, analog zu dem, was aus der idealen Gasgleichung bekannt ist. Zu bemerken ist noch der kritische Punkt hier oben, das Maximum der Sättigungskurve, dass an diesem Punkt verschwindet die flüssige Phase. Das heißt, also es gibt für jeden Stoff, für jedes Molekül, jedes Atom, gibt es einen eindeutig definierten kritischen Punkt, bei dem der Phasenübergang verschwindet. Im Fall von Wasser passiert das bei 374,15 Grad Celsius, einem Druck von 221,3 Bar und einem spezifischen Volumen von 0,0031 Kubikmeter pro Kilogramm, sodass sich bei diesem Punkt die flüssige Phase, dass bei diesem Punkt die flüssige Phase verschwindet und es nur noch die gasförmige bzw. die feste Phase gibt. Für das Verständnis von thermodynamischen Kreisprozessen in Kraftwerken ist die Darstellung in einem TS-Diagramm, also einem Temperatur- und Entropiediagramm, deutlich sinnvoller als in dem PV-Diagramm, was man klassischerweise in der Thermodynamik bei der Betrachtung idealer Gase verwendet. Der Vorteil des TS-Diagramms mit den ergänzenden Angaben, die jetzt hier in diesem Diagramm in Bezug auf Druck, Enthalpie und in Rot spezifischem Volumen ist, dass man deutlich besser erkennen kann, welche Energiemengen umgewandelt werden von der flüssigen Phase auf der linken Seite über die Nassdampfphase, hier markiert in Gelb, hin zum Heißdampf oder zur Heißdampfphase, zur gasförmigen Phase. Diese Dinge lassen sich oder diese Größen lassen sich in dem PV-Diagramm insbesondere für Wasser nur sehr schlecht darstellen. Was man nun erkennt, ist, wir haben hier in Gelb markiert den Bereich des Phasenübergangs mit der Siedelinie bzw. der Taulinie, also dem Übergang von der flüssigen Phase in den Phasenübergang und vom Phasenübergang flüssig-gasförmig hin zum komplett gasförmigen Zustand. Die schwarzen Kurven geben in dem Diagramm die Isobaren dar, das heißt also die Kurven entlang des konstanten Drucks, und die roten Kurven stellen die Kurven, die Isochoren dar, das heißt die Änderung des Zustands bei konstantem Volumen oder in dem Fall spezifischem Volumen. Darüber hinaus ist noch in grün dargestellt die Enthalpien, das heißt also die Energiemengen in dem Gas- und Wassergemisch. Das heißt also entlang dieser grünen Kurven ist die Enthalpie entsprechend konstant. Und man kann nun dieses Diagramm nutzen, um genauer die Phasenübergänge und Energiemengen zu betrachten, die bei einem thermodynamischen Kreisprozess mit Phasenübergang entstehen. Der Carnot-Kreisprozess als klassischer thermodynamischer Kreisprozess oder als Musterkreisprozess betrachtet keine Phasenübergänge, deswegen ist dort die PV-Diagrammdarstellung vollkommen ausreichend. In Realität braucht man natürlich oder muss man die Phasenübergänge von Wasser berücksichtigen, das heißt die Änderung von der flüssigen Phase hin zur gasförmigen Phase, dem entsprechenden Energiegewinn, den man dort beobachtet, sodass das TS-Diagramm dort wesentlich praktischer ist in der Anwendung. Was erkennt man nun in diesem Diagramm? Auf der X-Achse ist die
spezifische Entropie in Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin dargestellt, auf der Y-Achse die Temperatur, bewusst in Grad Celsius, umgerechnet nicht in Kelvin, um etwas handlichere Temperatureinheiten zu haben. Und was man sieht, ist, dass man entlang der Isobaren, das heißt also während des der Zustandsänderung von flüssig zu gasförmig oder umgekehrt, haben wir eine isochore und gleichzeitig isobare Zustandsänderung. Das heißt, der Druck und die Temperatur des Stoffes ändern sich nicht. Hier jetzt als Beispiel bei 100 Grad Celsius und einem entsprechenden Druck von einem Bar, das heißt, diese Kurve hier entspricht der Kurve bei einem Bar, haben wir den Phasenübergang von der flüssigen hin zur gasförmigen Phase. Wird das Wasser oder wird dem Wasser weiter Wärmeenergie hinzugeführt? Und wir haben eine vollständige Umwandlung des Wassers in Heißdampf. Das heißt also Heißdampf, wir haben keine flüssigen Anteile mehr, sondern nur noch die gasförmige Phase. Dann steigt steigt die Temperatur sehr stark an, wenn der Druck konstant bleibt bei einem Bar. Das heißt, das Wasser verdampft weiter. Gleichzeitig nimmt die Entropie entsprechend zu. Umgekehrt geht man zurück, das heißt, kühlt man das System ab, dann würde man sich von der rechten auf die linke Seite bewegen. Wir haben wieder den Phasenübergang mit konstanter Temperatur, konstantem Druck und nach Erreichen der vollständigen flüssigen Phase würde sich der Stoff weiter in diese Richtung bewegen. Das heißt, die Temperatur würde abnehmen bei einem Kühlungsprozess. Insgesamt braucht man bei Wasser eine Verdampfungswärme von 2257 Kilojoule pro Kilogramm, das heißt um 1 Kilogramm Wasser, das entspricht ziemlich genau einem Liter Wasser, zu verdampfen, muss dem Wasser eine Verdampfungswärme von 2257 Kilojoule zugeführt werden. Und das ist auch der Grund, warum Wasser in Kraftwerken der Energieträgerstoff ist, weil in Wasser sehr leicht sehr viel Energie gespeichert werden kann und diese Energie, die in dem heißen Wasserdampf dann gespeichert ist, über die Turbine wieder abgegeben werden kann. Und dazu kommt, dass Wasser sehr leicht verfügbar ist, völlig ungefährlich ist und sich deswegen als Trägerstoff in der Kraftwerkstechnik anbietet. Wie sieht nun der vereinfachte Kreisprozess eines Dampfkraftwerks aus mit 4 Stufen, wie man es auch vom Carnot-Kreisprozess kennt? Wir beginnen mit flüssigem Wasser bei niedriger Temperatur. Zunächst wird das Wasser komprimiert, das heißt isentrop wird der Druck des Wassers erhöht. Dann wird das Wasser durch die Brennkammer, durch den Kessel geführt, das heißt dem System wird Wärme hinzugeführt durch die Verbrennung von Kohle oder durch die Kernspaltung von Uran. Anschließend haben wir Heißdampf, das heißt, das Wasser ändert seine Phase von flüssig zu gasförmig. Wir haben heißen Wasserdampf unter hohem Druck. Dieser Heißdampf wird dann durch eine Turbine geführt. Innerhalb der Turbine expandiert dieses Gas, dieser Heißdampf, überträgt seine Energie auf die Turbine, indem die Turbine in Rotation versetzt wird. Energie wird abgegeben, der Heißdampf kühlt etwas ab und im letzten Schritt wird die Wärmemenge entzogen durch Kondensation. Das heißt, also man nutzt in der Regel einen Fluss in einem Kraftwerk, um das verbleibenden Wasserdampf zu kondensieren, wieder flüssiges Wasser zu bekommen und den Kreisprozess zu schließen. Das heißt, was haben wir jetzt an Zustandsänderungen, die aus der Thermodynamik schon bekannt sind? Wir haben zunächst von 1 nach 2, das ist eine isentrope oder adiabatische Kompression des Wassers. Danach erfolgt innerhalb im Kessel in der Brennkammer eine isobare Wärmezufuhr. Im dritten Schritt erfolgt eine isentrope Expansion. Dieser Prozess geht sehr schnell, deswegen ist er isentrop oder adiabatisch. Das heißt, die Energie wird sehr schnell abgegeben. Wir haben quasi keine Wärmeverluste. Das Delta Q ist 0. Und im letzten Schritt erfolgt die Kondensation. Das ist eine isobare Wärmeabgabe an ein zweites Medium, in dem Fall halt ein Fluss, der die Wärme aufnimmt
und wir dann am Ende unseren Kreisprozess geschlossen haben und wieder mit dem flüssigen Wasser in unseren Dampfkreislauf einsteigen können. Der vierstufige Clausius-Rankine-Prozess ist in diesem TS-Diagramm dargestellt. Wir haben zunächst die isentrope Kompression des Wassers, das heißt also eine Energieerhöhung ohne Abgabe oder Austausch von Wärme. Dann erfolgt die isobare Wärmezufuhr im Heizkessel. Im dritten Schritt wird der Heißdampf durch die Turbine geführt. Der Heißdampf gibt seine Energie an die Turbine ab. Und im letzten Schritt erfolgt eine isobare Wärmeabgabe durch die durch Kühlung im Kondensator. Das heißt, dass das verbleibende Wasser kondensiert und dann dem Kreisprozess wieder zugeführt werden kann. Auf der rechten Seite ist im TS-Diagramm dieser vierstufige Kreisprozess schematisch einmal dargestellt. Wir haben zunächst die isentrope Kompression des Wassers, das heißt eine Druckerhöhung und Temperaturerhöhung, mit dem Ziel, dass bei höheren Drücken das Wasser nicht so früh verdampft, sondern erst bei höheren Temperaturen verdampft. Dann wird im Kessel Wärme zugeführt, isobar, das heißt, die Temperatur steigt, bis wir den Phasenübergang erreichen, das Wasser schrittweise verdampft, bis es dann von Phasenstufe 3 zum Schritt Nummer 4 durch die Turbine geführt wird. Das heißt, hier wird isentrop in einem sehr schnellen Prozess die im Dampf gespeicherte Wärme abgegeben und übertragen auf die sich drehende Turbine. Und im letzten Schritt zur Schließung des Kreisprozesses wird der verbleibende Dampf kondensiert, bis wir dann wieder im Ausgangspunkt sind und den Kreisprozess geschlossen haben. Die grün markierte Fläche stellt die Energiemenge dar, die das System, also die Arbeit, die das System leisten kann, ähnlich wie bei dem PV-Diagramm beim idealen Gas. Und was auch weiterhin gültig ist, ist, dass das Ziel des Kraftwerksprozesses nun sein muss, diese grün markierte Fläche zu maximieren, um einen höheren Wirkungsgrad zu erreichen, um aus der zur Verfügung gestellten oder der zugeführten Wärmemenge, in dem Fall von 2 nach 3, hier in diesem Fall, hier wird die Wärme zugeführt. Das ist unser Q2, dass man diese Wärmemenge nutzen kann. Von 4 nach 1, hier wird die Wärmemenge wieder abgegeben. Hier haben wir Q-ab. Das heißt also, durch die Kondensation geben wir die Wärme, die verbleibende Restenergie ab an die Umgebung, an das Kühlwasser. Und Ziel ist es nun, diese grüne Fläche zu maximieren, um den Wirkungsgrad zu maximieren. Das ist analog zu dem, was aus dem Carnot-Kreisprozess bekannt ist. Je größer dort die umschlossene Fläche ist, desto größer ist die Arbeit, die die Maschine leisten kann. Das heißt, man kann sich nun die Frage stellen, wie schafft man es im Kraftwerksprozess, zum einen zu höheren Drücken zu kommen? Das ist das eine Ziel. Das heißt, man versucht, höhere Drücke zu erreichen, dass der Phasenübergang hier in dem oberen Teil passiert. Gleichzeitig kann man dann noch den Prozess so weit treiben, dass auch die Temperaturen noch weiter zunehmen, bis zu Temperaturen, die technisch noch machbar sind. Das heißt also, dass die Materialien, die Stähle, diese hohen Temperaturen des Heißdampfes noch aushalten können, ohne dass es zu Verformungen oder ähnlichen Prozessen kommt. Und dann versucht man, diesen Prozess zu optimieren, indem die Turbine diese Wärmemenge aufnimmt, idealerweise dann auch bei Drücken unterhalb von einem Bar, dass man also bei unterhalb des Atmosphärendrucks arbeitet in dem geschlossenen Dampfwasserkreislauf, um dann zurückzukehren zum Ausgangszustand bei niedrigen Temperaturen, um dann diesen Kreisprozess entsprechend zu schließen. Das heißt also hier dann entsprechende höhere Temperaturen später zu erreichen im Prozess im Kessel und mit niedrigen Wassertemperaturen in den isentropen Kompressionsprozess einzusteigen, um dann hier entsprechend entlang dieser Kurve hier hochzugehen, sodass man dann einen geschlossenen Kreislauf hat. Und das ist das Ziel der Kraftwerksforschung, diese Fläche zu maximieren, um
möglichst viel Energie aus der Verbrennung der Kohle bzw. der Spaltung von Uran zu gewinnen. Hier sind noch einmal die beiden unterschiedlichen Verfahrwege dargestellt. Auf der linken Seite haben wir den Weg eines recht ineffizienten Kraftwerks, was mit Temperaturen arbeitet, die lediglich bis 200 Grad Celsius beim Phaseübergang gehen und dann hoch bis 300 Grad Celsius. Gehen dann zurück, isentrop, fallen in den Nassdampfbereich beim Durchgang durch die Turbine und kondensieren dann das System, bis wir wieder beim flüssigen Wasser sind. Das ist der ineffiziente Prozess, eine wesentlich höhere Effizienz, mehr Arbeit, die das System leisten kann, ist auf der rechten Seite im TS-Diagramm dargestellt. Wir haben deutlich niedrigere Drücke und Temperaturen, mit denen wir in das System reingehen. Wir haben die Kompression des Wassers. Wir führen Wärme im Kessel hinzu. Wir landen hinterher bei Temperaturen um 450 Grad Celsius und haben Drücke. In dem Fall sind es jetzt ungefähr 150 Bar. Es sind aber auch noch höhere Drücke technisch möglich. Gehen dann durch die Turbine, beziehungsweise in dem Fall sind es dann sogar schon mehrstufige Turbinenprozesse, die man nutzt, um die Energie, die in dem Heißdampf gespeichert ist, zu übertragen auf die Rotation der Turbine, um dann in dem letzten Schritt aus dem Niederdruck Nassdampf zurückzukehren in den Ausgangszustand. Das heißt, auf der rechten Seite, die grün markierte Fläche ist deutlich größer als auf der linken Seite, sodass dieser Prozess deutlich effizienter ist in Bezug auf die Energie, die zugeführt wird, kann diese Maschine deutlich mehr Arbeit leisten und in dem Fall elektrischen Strom erzeugen. Ein weiterer Schritt der Optimierung ist die sogenannte Zwischenüberhitzung. Was macht man? Man versucht, die Fläche unter den gegebenen Umständen noch zu vergrößern. Was kann man hierzu tun? Man nutzt die Abwärme, die bei der Kohleverbrennung bzw. bei der Kernspaltung entsteht, um den Heißdampf, der in einer ersten Phase durch die Turbine läuft, noch einmal zu erhitzen. Das heißt, dem Energie noch einmal Wärmemenge zuzuführen, um dann in dieser zweiten Phase in einer Niederdruckturbine noch einmal Energie zu gewinnen. Das heißt, der Kreisprozess durchläuft weitere Stufen. Wir haben den klassischen Clausius-Rankine-Prozess mit der Kompressionspumpe, der Wärmezufuhr im Kessel, der Heißdampf, der unter sehr hohem Druck durch die Turbine läuft. Das heißt, also wir sind im TS-Diagramm an dieser Stelle, laufen dann durch die Hochdruckturbine isentrop. Das heißt, also bei konstanter Entropie ohne Wärmeabgabe erfolgt eine erste Energieübertragung an die Turbine und dann fällt das System nicht weiter auf einen Zustand mit niedriger Temperatur, niedrigem Druck, sondern dem System wird doch einmal Wärme zugeführt durch eine sogenannte Zwischenüberhitzung. Das heißt, der Heißdampf mit etwas niedrigerer Temperatur, etwas niedrigerem Druck läuft noch einmal am Kessel vorbei, wird noch einmal erhitzt, nimmt Temperatur auf, hat allerdings durch die Abgabe der Energie Druck verloren. Das sieht man auf der rechten Seite, dass wir nun in dem Bereich sind mit niedrigeren Drücken. Das heißt, vorher waren wir bei Drücken von 150 Bar in etwa und nun der zweite Prozess in dem Fall läuft jetzt bei lediglich 20 Bar ab. Das heißt, wir haben jetzt hier einen niedrigeren Druck als zuvor. Man läuft nun durch eine sogenannte Niederdruckturbine, das heißt, die Energie, die nun im System steckt, bei 450 Grad Celsius, aber einem niedrigen Druck, läuft durch die Turbine. Wir treiben diese Niederdruckturbine an. Das System gibt isentrop erneut Energie ab, fallen dann in den Bereich des Nassdampfes. Das heißt, das erste Wasser kondensiert und wir führen das System dann nach der Zwischenüberhitzung in den Kondensator, um die verbleibende Wärmemenge abzuführen und den Kreislauf zu schließen. Diese Zwischenüberhitzung kann mehrstufig erfolgen. Hier in dem Fall haben wir jetzt noch eine Zwischenüberhitzung. Das kann auch mehrstufig erfolgen mit mehreren Nieder- oder Mitteldruckturbinen, um damit den Energieertrag noch zu vergrößern. In modernen Kraftwerken führt das dazu, dass der Wirkungsgrad von Dampfkraftwerken von ungefähr 40, 41% nochmal um 2 bis 3 Prozentpunkte auf 44 bis zu 45% gesteigert werden kann. Dieser Prozess kann allerdings nicht beliebig häufig wiederholt werden, da
der technische Aufwand steigt, die Komplexität steigt, sodass nach mehreren Zwischenüberhitzungsstufen keine weitere Erhitzung erfolgt und man den Kreisprozess schließt. Hier sind zwei Bilder einer Dampfturbine dargestellt. Wir haben den Turbinenteil und den Generatorteil im hinteren Teil. Es erfolgt die Zu- und Abführung des Heißdampfes, der Turbinenteil, der dazu führt, dass das System in Rotation versetzt wird, mehrstufig. Dies erfolgt auf einer Rotationsachse. Die Rotation führt dazu, dass im hinteren Teil, im Generatorteil, in einem Magnetfeld elektrische Energie induziert wird, die dann ins Stromnetz eingespeist werden kann. Wie ist der prinzipielle Aufbau einer solchen Dampfturbine? Wir haben einen Zustrom an Heißdampf, also einen Massenstrom, dargestellt mit M-Punkt. Der strömt nun in die Turbine ein. Das stellt den Turbinenraum dar. Wir haben einen Austritt. Das heißt also im hinteren Teil, hier kommt dann der Dampf wieder raus. Wir haben hier einen Massestrom wieder im Punkt. Das heißt also einen Strom von Masse pro Zeit. Wir haben hier unsere Welle, auf dem die Turbine sitzt. Die wird in Rotation versetzt. Das heißt, wir haben auf der einen Seite haben wir jetzt hier unsere Turbine, unseren Turbinenteil mit sogenannten Laufschaufeln. Das sind also kleine Schaufeln, auf die durch Impulsübertragung des strömenden Heißdampfes das System in Rotation versetzt wird, dadurch, dass diese Laufschaufeln gekrümmt sind, das sind die sogenannten Laufschaufeln. Und dann haben wir noch sogenannte Leitschaufeln, die fest mit dem Gehäuse verbunden sind, die dafür sorgen, dass das strömende Gas mit einem optimalen Winkel auf die Laufschaufeln treffen, damit wir einen möglichst großen Impulsübertrag haben. Also das hier sind diese Leitschaufeln. Diese Leitschaufeln sollen den Gasstrom, den Strom des Heißdampfes, so umlenken, dass es zu einer Maximierung des Impuls- oder Kraftübertrags führt. Also Maximierung des Impulsübertrags. Sodass dann durch diesen Impulsübertrag dieses System in Rotation versetzt wird, um den Generator anzutreiben und elektrische Energie zu erzeugen.